Hi zusammen, Farbstoff hier. So, wir kommen mal wieder zu einem Champion Guide und zwar reden wir heute über Jarek. Jarek ist ein Salamander-Mensch. Salamander-Mensch, eigentlich ist es auch kein Mensch, aber zumindest unter den Salamander. Typen ist ein epischer Champ als Unterstützer, ein LP-basierender Champ. Gleich mal zusammengefasst, er ist wirklich ein sehr, sehr guter Champ. Also wer ihn pullt, Glückwunsch. Er ist wirklich geil und zwar carried er ungemein und ich finde das, oder ich fand und finde es immer geil, wenn Champions einen helfen, dann die hohen Dungeons zu laufen und das dann ziemlich safe. Zu seinen Stats, er hat eine sehr gute Base LP, also fast 24k, das heißt, man sieht schon, die Artefakte sollen LP-Prozent haben. Angriff ist sehr gering, das ist auch nicht weiter wild. Die Defense ist Gott sei Dank über 1k, das heißt, man sollte auch versuchen, die Defense ein bisschen hoch zu machen. Geschwindigkeit ist so nah, ja. Und der Rest ist eigentlich irrelevant bei ihm. Und ja, er ist von der vom Typ Magie, das heißt von dem Blauen, das heißt man kann ihn beim Drachen 20 spielen. Das ist schon mal gut. Kommen wir mal zu seinem Kit allgemein. Seine A1 greift den Gegner an und bietet eine Chance, gebuckt. Man sieht es hier von 55% für 2 Runden einen großen Angriffsverringerer-Debuff zu verleihen. Das ist sehr nice. Das hilft, und zwar jetzt kommt es natürlich beim Clan-Boss. Man will diesen Debuff auf dem Clan-Boss haben. Der hittet dadurch bedeutend weniger und macht bedeutend weniger Schaden. Das heißt, ihr haltet bedeutend länger durch. Dazu kommt, er hat eine sehr gute A2. Er verleiht allen Verbündeten für 2 Runden einen Verbündetenschutz, und zwar den 50% und einen 60% Deathsteiger-Buff. Das ist geil. Leider auf 4 Runden CD gebuckt. Das heißt, hier wollt ihr auf jeden Fall einen Buck drin haben. Und dazu hat er dann einen passiven Skill, verleiht einem Verbündeten für eine Runde einen 15% Dauerheilungsbuff, wann immer ein Verbündeter 20% seiner maximalen LP in einem Treffer verliert. Das ist wirklich geil, denn das hat keinen Cooldown. Das heißt, wenn das passiert, dann triggert das immer. Also immer wenn 20% der LP verloren gehen mit einem Hit, kriegt er einen Dauerheilungsbuff. Das ist wirklich geil. Und er hat wirklich eine geile Aura und zwar steigert die LP vom Verbündeten in allen Schlachten, also wirklich überall, um 33%. Spielen tut ihr ihn überall. Ihr könnt ihn in der Arena spielen, ihr könnt ihn am Clan-Boss sowieso, das ist ja wirklich geil. Ihr könnt ihn in den Dungeons spielen, ihr könnt ihn in den Fraktionskriegen spielen. Also wirklich überall. Dann würden wir ihn mal noch bewerten. Beim Clan-Boss ist er 5. Seine A1 Angriffsverringer und den zusätzlichen Buff, den er gibt, perfekt. Arena-Defensive kann man ihn spielen. Man kann ihn da spielen. Zusammen mit diesem Kürbis-Jack, den es mal gab, ist natürlich nice, weil der ist auch LP-basierend und er dann noch die Aura dazu gibt, das kann schon ziemlich geil werden. In der Kampagne kann er auch carryen, er ist kein Solo-Kampagnen-Farmer, deswegen gebe ich ihm da nur eine 4. Aber man kann ihn auf jeden Fall in der Kampagne spielen, Drachen ist er auf jeden Fall 5. In der Arena-Offensive, da bin ich ein bisschen skeptisch, da man dort selber die Charaktere unter Kontrolle hat, da würde ich ihm nur eine 3 geben. Beim Eisgolem ist er auf jeden Fall 5, beim leeren Burgfried genauso. Bei der Spinnenhöhle ist er absolut useless. Da würde ich ihm eine 2 geben. Ich würde ihn da gar nicht spielen. Ja. Magie-Burgfried kann man ihn sehr gut spielen. Beim Kraft-Burgfried kann man ihn genauso spielen. Beim Segen-Burgfried auch. Und beim Feuerritter würde ich ihn auch überhaupt nicht spielen. Er kann carryen bis zum Boss selber hin. Aber er kriegt ziemlich harte Hits. Ne? Er selber ist dann die Schwäche Infinity oft. Ich würde ihm eine 2 geben. Da würde ich ihn nicht spielen. Ja, das wollen wir so. Dann kommen wir mal zu meinem, um euch zu zeigen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr ihn spielt. Oder wenn ihr ihn equippt. Da haben wir ihn. Ihr seht schon, das ist mein zweiter Account. Also nicht wundern, warum ich jetzt andere Gems habe. Und zwar, ihr wollt ihn auf jeden Fall, ihr seht schon, meine Base LP. Wenn wir da jetzt raufgehen, die ist am Ende bei 70k gelandet. Ihr solltet die LP so hoch wie möglich machen. Warum, das sage ich gleich noch. Dann habe ich meinen Speed von 174. Aus dem Grund, ich spiele ihn bei meinem zweiten Account gegen den Albtraumboss. Und zwar mit einem Gegenangriffsteam. Das heißt, dort möchte ich natürlich dann in dieser Range sein. Deshalb, der hat 174 Speed. Die Crit-Quote und Crit-Damage habe ich so, naja, ein bisschen ignoriert. Das ist halt bei rausgekommen. Für mich ist nur relevant, ihr setzt die HP hoch, die Defense so gut wie möglich machen, wie priorisiert auf die Lebenspunkte, danach die Defense und die Genauigkeit hoch, damit ihr den Debuff landet. Ansonsten ist der Rest scheißegal. Meine Debuff-Genauigkeit könnte ein bisschen höher sein. Vor allen Dingen, wenn ich mal auf Albtraum hoch muss, dann muss sie auf jeden Fall noch höher gehen. Und der Speed muss dann auch noch schneller werden. In meinem Fall jetzt passt das. Das ist so ein Set, das, ja, ihr könnt auch zweimal Genauigkeits-Set nehmen. Das würde auch passen, solange eure Geschwindigkeit zum Clan-Boss passt.
Warum die hohe LP? Stellt euch vor, ihr gebt dem Mitspielern, also euren anderen Spielern, Verbündetenschutz. Und der Clanboss macht seinen großen AOE und macht jedem 10k Schaden. Das sind 50k Damage. Davon, von den 40k der anderen Spieler, frisst er die Hälfte, also 30k. Und wenn ihr dann wenig LP habt, sagen wir nur 40k, dann seid ihr fast tot. Und die Hits werden immer stärker. Das heißt, er muss die auch überleben, diese starken Hits. Aus diesem Grund die hohen LP. Dann wiederum muss er sich natürlich schnell heilen können. Das wiederum passiert dann mit dem Lifesteal-Set. Das heißt, wenn er dann angreift, heilt er sich dann selber. Und wenn dann noch die Mastery triggert, Kriegsmeister, und der große Hit kommt, der dann mit 60 bis 80k hittet, dann heilt er sich ziemlich schnell wieder hoch, da er sonst stirbt. Also er braucht auf jeden Fall ein Lifesteal-Set und die Masteries. Ansonsten könnt ihr meinen Clanboss nicht spielen. Er tötet euch damit ruckzuck selber und er überlebt nicht lange. Ich werde jetzt gleich noch einen Clanboss-Kampf machen, dann seht ihr es nochmal genau. Gehen wir mal über meine Artefakte drüber. An der Waffe selber, das ist eine 6-Sterne-Waffe. Was war das jetzt? Hier. Da hat jetzt alles relativ gute Träger, ist natürlich sehr gut getriggert. Mir wäre am liebsten gewesen LP-Prozent, aber die Waffe ist gut. Wenn ich mal eine Waffe finde, die LP-wise besser ist beim Lifesteal, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Waffe beim Leben, seht ihr, da ist 4x LP getriggert, das wären nochmal 4k mehr, aber ich brauche ein Lifesteal-Set, aus dem Grund ist es halt leider die Waffe geworden. Dann haben wir meinen Helm, dort ist Genauigkeit drin, Geschwindigkeit, Crit-Damage und Crit-Quote. Idealerweise wäre hier Lebenspunkte-Prozent und Defense-Prozent drin. Also diese Stats wären besser. Ja? So wie ich eine finde, wird die ausgetauscht. Dann haben wir mein Schild. Dort ist Crit-Quote dreimal drin und einmal LP. Da müsste ich gerade mal schauen, ob ich nicht schon was Besseres habe, weil dieses Schild kommt mir ziemlich schlecht vor. Wir haben hier LP-Prozent und Defense-Prozent drin. Ihr seht schon, also das wäre wirklich bedeutend besser. Wir verlieren 6 Geschwindigkeit. Dann wäre ich, glaube ich, zu langsam. Da müssen wir gerade mal rechnen. Da seht aber gerade, wie man das macht. 96 plus 78 und davon 6 weniger, ja, dann werde ich zu langsam. Das heißt, ich bräuchte mehr Geschwindigkeit. Wir testen das mal. Wir rüsten auf jeden Fall dieses Schild jetzt mal aus, weil wir wollen die LP-wise und das alles haben. Und die Geschwindigkeit versuchen wir jetzt über einen Helm zu machen, weil ich glaube, ich habe noch einen besseren Helm da. Der gibt mir 9 Geschwindigkeit wieder. Ja, das passt doch. Da verlieren wir dann ein bisschen hier unten, das ist nicht so wild. So, aber bei dem Helm hat, oh halt nein, wir probieren das was anderes, weil hier könnte ich ja, wenn ich Glück habe, 4 Geschwindigkeit dazu kriegen. 2 wäre genau nicht, dann probieren wir es nochmal. 3 oder 4, yeah, das heißt, wenn ich den jetzt reinmache, na komm, das wären jetzt 96 plus 81 minus 6 wäre 171, ist genau einer zu wenig. Verdammt. Egal, dann bleibt der halt in der Bank und der wird's werden. Später werde ich den mal auf Arbiter machen, wenn ich bei dem Account Arbiter habe, weil dreimal Geschwindigkeit ist schon ziemlich heftig. Gut, aber für ihn ist jetzt das Schild besser und diese Kombination. So, haben wir sogar noch ein bisschen mehr Stats. Mal gerade mal gucken. Aber jetzt 74, fast 73k. Das ist schon mal nice, schon mal 3k mehr und ein bisschen mehr Defense. Gut. Kommen wir zum Schild, das habt ihr jetzt gerade schon gesehen, da ist Genauigkeit, Defense und LP-Prozent und Crit-Quote. Nice, gut, sehr gutes Schild. Dann haben wir LP-Prozent bei den Handschuhen. Dort haben wir Angriff-Prozent getriggert und LP. Natürlich wäre besser Defense-Prozent. Wenn ihr sowas habt wie das, könnt ihr natürlich immer noch mit solchen Varianten hier versuchen, das war jetzt mal absolut Worst Case, was da getriggert ist. Immer versuchen, die Stats so hoch wie möglich zu machen. Das hört sich wenig an, wenn ihr da bloß immer Darmprozent und Darmprozent, da kommt ganz schön was zusammen. Also da würde ich versuchen, immer was rauszuholen. Vor allen Dingen mit den Einzelglyphen. Also Handschuhprozent LP und Brustpanzer auf jeden Fall LP-Prozent. Das wollt ihr haben. Den Schuhgeschwindigkeit, auch da wäre besser Defense-Prozent drin. Jetzt hat hier LP und Genauigkeit. Die Genauigkeit ist ja gut, dass wir die haben, aber LP Flat ist natürlich, naja. Wer mein Video geschaut hat, weiß, dass bei den drei unteren Artefakten aus der Gruppe 2 man sowieso ein bisschen nachgiebiger sein sollte mit den Substats, da dort es schwerer ist, die eigentlichen Artefaktbonusse zu kriegen, die man haben will. Gut, das heißt, dann gehen wir mal zu den Schmuckstücken, bevor wir noch zur Zusammenfassung kommen.
Dort habe ich einen LP-Ring, da ist Defense drin, LP-Prozent und Angriff-Prozent. Das ist natürlich perfekt. Das heißt, hier ist zweimal Defense iteriert, was für mich völlig okay ist. Und LP-Prozent haben wir, den wir buffen konnten um 3%. Das heißt, wir haben 9% LP allein durch den Ring. Dann haben wir ein LP-Amulett. Ich wollte Crit Damage, hätte sich für mich nicht rentiert. Ja, aus diesem Grund ist ein LP flat geworden. Genauigkeit und Defense flat ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. Und auf jeden Fall ein Genauigkeitsbanner. Ihr wollt die hoch machen. Wenn ich mal einen 6-Sterne finde, wird der auf jeden Fall noch ausgetauscht. Defense Prozent getriggert. Das ist auch sehr gut. Dort können wir jetzt auch nochmal. Oh, jetzt habe ich gerade eine Idee. Wenn wir jetzt hier. Na, perfekt. Ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt habe ich gerade hier unten. Ha, seht ihr mal. Jetzt habe ich hier noch Geschwindigkeit rausgeholt. Das heißt, dieses gute Stück Helm, den ich hier habe, mein gutes Artefakt mit dreimal Geschwindigkeitstrigger, tausche ich jetzt aus gegen den zweifachen und dann müsste es trotzdem reichen. Dann die 13 Genauigkeit, die gefallen mir dann doch ein bisschen mehr. Da haben wir 216 Genauigkeit. Gehen wir jetzt mal auf die Gesamtstats. 174 ist super. Wir haben 73,5k Lebenspunkt, also noch mehr. 2,1k Defense und 216 Debuff-Genauigkeit. Gut. Also, ja, jetzt, sorry, dass ich jetzt ein bisschen rumgefummelt habe. Ihr seht gerade, ich konnte ihn gerade selber ein bisschen verbessern. Worauf wollen wir achten? Wir achten auf jeden Fall darauf, dass wir Handschuhe LP-Prozent, besser 6 Sterne, wegen 60% wäre nochmal ein ordentlicher Boost, und die einen Brustpanzer LP-Prozent haben. Dann ist wichtig auf jeden Fall ein Lifesteal-Set, damit er beim Clan-Boss nach so einem großen, schweren Hit auch wieder sich relativ schnell vollheilen kann, ansonsten stirbt er ruckzuck. Und ansonsten achtet ihr darauf, dass in den Subsets LP-Prozent ist. Beim Ring würde ich euch empfehlen, Flat LP als Stat und dann hier unten versuchen, Prozentwerte zu bekommen, vor allem Defense und LP-Prozent. Dasselbe beim Amulett. Versucht ihr auch Defense und Genauigkeit zu kriegen. Und beim Banner versucht ihr auf jeden Fall einen Genauigkeitsbanner und dort Geschwindigkeit, Defense-Prozent und LP-Prozent zu kriegen. Okay, dann kommen wir zu den Fertigkeiten. Bei den Fertigkeiten gibt es eigentlich wenig Variation, muss ich sagen. Da gibt es eigentlich eine feste Variante. Das, und zwar ist es hier wieder straight über Crit-Quote, Crit-Damage, erhöhten Schaden bei maximalen LP runter zum Kriegsmeister, den ihr braucht, um euch schnell wieder hochzuheilen. Und bei der Unterstützerseite geht ihr natürlich auch lieber Verlängerung und Genauigkeit. Also das heißt, wir nehmen die Genauigkeit hier oben mit. Dann die Genauigkeit, wenn der Champion über keine Abklingphase verfügt. Dann hier steigert die Genauigkeit für jeden lebendigen Gegner um 4. Das heißt, beim Klamos sind es halt nur 1, das ist halt immerhin 4. Dann für jeden lebendigen, achso, da waren wir schon, sorry. Dann für bietet Chancen Abklingzeit einer zufälligen Fähigkeit am Anfang jeder Runde um 1 zu senken. Das ist natürlich geil, wenn dann die A2 verlängert oder reduziert wird. Dann kann man den Buff auf sich, also den Verbündetenschutz und den Defense Increase, dann schneller wieder auf die Gruppe plyen. Dann steigert die Set-Boni, das wollen wir auf jeden Fall. Und dann die Chance, den Laufzeit eines Buffs zu verlängern und die Chance, eine Laufzeit des Debuffs zu verlängern. Das brauchen wir also einmal für den A1, denn wir wollen, gehen wir mal gerade auf die Skills, wir wollen den Angriffverlänger zu verlängern. Das wäre super, da haben wir nicht nur 2 Stacks drauf, sondern 3 Stacks. Das heißt, der wäre dann immer ab. Und beim Alpha wollen wir natürlich auch, dass der Verbündetenschutz oder der Defense-Steiger oder besser beide 3 Runden ab sind. Aus diesem Grund diese beiden Masteries, die sind fast Pflicht. Also die sind wirklich Pflicht bei dem Champion. Gut, ich hänge euch die Masteries natürlich wieder in die Description, dann könnt ihr sie euch runterladen und irgendwo abspeichern. Okay, dann machen wir mal einen, gerade gesehen, das machen wir noch bevor wir kämpfen. So, dann gehen wir gerade zum Clan-Boss. Wie gesagt, ich kämpfe bei diesem Account auf Albtraum. Wir haben jetzt Blau als Gegner, das ist natürlich sowieso generell gut. Und dann würde ich sagen, wir haben einen Schlüssel. Das ist mein Team. Die Variante ist jetzt ein Defense-basierendes Team. Das heißt, Mertaya ist Lead und Jarek ist Off-Lead. Wir werden jetzt mal Jarek als Lead machen. Wir testen es einfach mal. Der hat so eine hohe, schöne Base-LP. Das heißt, wir kriegen ja 33% mehr LP und dann starten wir. Gleich mal noch Nachtrag zum letzten Video, da habe ich bei Doom Priest ein bisschen vergessen, die Masteries durchzumachen und vor allem nochmal einen Kampf beim CB zu zeigen. Man wird es jetzt hier schön sehen. Wir lassen jetzt mal das alles auf Auto laufen. Nein, nicht auf Auto laufen, wir werden den ersten Takt immer per Hand angeben, da wir sonst ein bisschen oft was applyen. Und dann Gegenangriff und dann werden wir starten.
So. Jarek hat jetzt mit Gegenangriff gerade den Angriffsverringerer applied. Das ist sehr gut. Das heißt, der Boss wird jetzt weniger Schaden machen. Dann lassen wir hier mal jeden seinen Kampf durchmachen. Jetzt hat er gerade, wie man sieht, hier Defense Increase applied. So, und jetzt sieht man schön Doom Priest seinen Vorteil. Wir haben jetzt alle Genauigkeitsverringer drauf. Das wäre natürlich ziemlich schlecht, wenn wir unsere Debuffs applyen wollen. So wie jetzt Doom Priest rankommt, zack, alle Debuffs removed. Das ist beim Clan-Boss mega wichtig, dass ihr das habt. So, wir lassen das mal weiterlaufen, bis der Clan-Boss seinen nächsten Angriff macht. Und zwar jetzt. Es kommt ein Knock. Zack. Jetzt wäre Mertaya gestunt gewesen. Das wäre fatal. Das wäre fatal. Weil sie sollte jetzt eigentlich wieder den Gegenangriffsbuff geben. Durch Doompriest wird der automatisch removed. Wichtig ist, Doompriest muss die schnellste sein von eurem Team. Dann würde es funktionieren. Aber wir wollen ja nach Jarek gucken. So, Jarek hat eben die ganze Zeit den Damage gefressen. Das lassen wir jetzt mal weiterlaufen, bis der nächste kommt. Ja, der Kampf ist relativ unspektakulär, solange man nicht große Hits oder beziehungsweise die heftigen Hits, die später kommen, abbekommt. Wichtig ist, Angriffsverringerer ist immer ab. Man sieht den zweiten Buff von links mit den zwei Schwertern. Das hilft. So. Man sieht aber auch, Doompriest ist ein kleines Stück zu schnell. Wie man sieht. Das heißt, da werden wir auch noch was korrigieren müssen. So, jetzt kam Verbündetenschutz. Und wenn der Clan-Boss jetzt den großen Hit macht, dann werdet ihr sehen, dass er den ganzen Damage frisst. Na gut, das war bloß ein Stun. Auch nicht weiter wild, aber auch der wird jetzt removed von unserem Verderbnispriesterin. Somit kann Mertaya den Gegenangriffsbuff geben. Wir haben jetzt noch Verbündetenschutz drauf. Nein, haben wir dann nicht mehr. Der wird verschwinden. Dann werden wir noch weiter warten, bis wir mal einen großen Hit kriegen. Aber ihr seht schon, er heilt sich immer relativ gut wieder hoch. Er ist mit 16k geheilt. Einmal die 2k durch seinen eigenen Hit und dann noch durch den Kriegsmeister Mastery. Da wieder waren jetzt 23k. Man sieht es immer an den Grünen. Und vor allen Dingen in Verbindung mit Doompriest ist das wirklich geil, weil Doompriest heilt jede Runde, triggert das 7,5% LP Boost auf jeden Champ. Dadurch, dass wir 33% allen mehr LP geben und er selber eine hohe Base LP hat, ist die Heilung auf ihn selber ziemlich hoch mit 7,5k. Man sieht es jetzt immer, wenn Doompriest rankommt. So, jetzt hauen wir wieder drauf. Jetzt habt ihr gesehen, 18k und 6k eigener hier. Und wir kriegen 6,3k durch Doompriest. Also die Kombo ist wirklich gut. So, jetzt kommt Verbündetenschutz drauf. Jetzt warten wir mal, bis der große Hit kommt von ihm. So, jetzt Achtung, jetzt sehen wir gleich, wie er... Seht ihr das? Er hat jetzt die meiste LP verloren und jetzt hat er sich wieder geheilt. Und deswegen ist diese Kombo mit hohen LP wichtig und das Lebensraubset. Jetzt lassen wir es mal weiterlaufen, bis der Kampf so weit geht, dass die Hits stärker werden. Dann sieht man natürlich seine LP weiter sinken. Und wir schützen natürlich mit dem Verbündetenschutz auch sowas wie, ihr seht, links daneben ist Juliana. Die ist natürlich sehr squishy. Das ist eine reine Damage-Dealerin. Die verliert sehr schnell Lebenspunkte. Das heißt, dort müssen wir auf jeden Fall gucken, dass die Defense oben bleibt, beziehungsweise wie sie schützen mit dem verbündeten Schutz und dazu dient Jarek. Es kommt wieder ein Stun. Der wird wieder moved von Doompriest. Zack. Angriffsverringerer sitzt drauf. Sehr gut. Das heißt, auch der nächste Hit wird nicht so schlimm sein. Hoffe ich. Nee. Ihr seht schon, hier Juliana verliert relativ viel LP. Das heißt, wenn wir jetzt schaffen, die nächste Runde dann verbündeten Schutz zu geben, dann wird der nächste Hit nicht ganz so schlimm für uns. Schauen wir mal. Da kommt Verbündetenschutz. Das heißt, der nächste große AOE wird jetzt ein Teil umgelenkt auf Jarek. Da gesehen, es hat sie viel weniger verloren. Und Jarek kann sich jetzt durch sein Lebensraubset und Kriegsmeister zusammen dann wieder hochheilen. Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Ich versuche euch bloß klarzumachen, warum das so wichtig ist, da ich schon einige gesehen habe, die eben ihn nicht richtig equipped haben. Und ja, deshalb dieses immer wieder darauf hinweisen, was ihr machen sollt. Jetzt habt ihr gesehen, es gab Startgrad oder Standgrad Abklingzeitenverringerer. Das ist super, das heißt, sein Skill hat jetzt einen geringeren Cooldown, sein A2. Das heißt, wir werden jetzt gleich wieder Verbündetenschutz geben können. Ihr seht schon, das Team haut geschwindigkeitsmäßig überhaupt nicht hin. Ich bin jetzt gerade dran, das ein bisschen abzugleichen, da Juliana sich selber immer einen Rundenmeter-Boost gibt, was sie dann aus dem Takt bringt. Das heißt, ich werde auf jeden Fall da noch was machen müssen. Jetzt hat Jarek schon noch mehr gefressen und hat die anderen haben wieder weniger bekommen.
Jetzt fragen sich viele immer, was hilft das? Nur weil er ein bisschen Damage frisst. Ihr müsst das so sehen, diese ganzen Gift-Stacks, die da drauf sind. Und pro Runde steigert sich der Schaden enorm in die Höhe. Es ist wirklich wichtig, beim Clan-Boss ab Albtraum aufwärts so lange wie möglich durchzuhalten. Umso länger ihr durchhaltet, umso mehr Damage macht ihr. Das heißt, gerade so ein Lied wie Jarek oder ein Lied wie Mertire, ein Lied wie, wie Tyrell werden euch helfen, länger durchzuhalten. Wichtig. Also unterschätzt das bitte nicht, dass Defense und Lebenspunkte euch da ziemlich carryen können. Natürlich in Verbindung mit dem Buff Defense Increase und noch Verbündetenschutz. Ja. So, jetzt verliert Juliana schon mehr als die Hälfte der LP. Ihr seht schon, das heißt, die Hits werden jetzt bedeutend stärker. Sie kann sich natürlich selbst hochheilen. Und ihr seht auch, wie Juliana dann immer diesen 15% Heilungsbuff kriegt. Das kommt durch den Passiven von Jarek. Jetzt kommt wieder der Stun. Stun wird entfernt. Wir haben jetzt keinen Angriffsverringerer drauf. Das ist sehr schlecht. Das heißt, jetzt der Hit kann ziemlich heftig werden. Da ist uns fast Juliana gestorben. Und Jarek hat jetzt die Carry. Durch seinen Verbündetenschutz ist sie jetzt noch am Leben geblieben. Das heißt, sie kann jetzt noch eine Runde länger Damage machen. Und Jarek sollte sich jetzt wieder hochheilen. Die anderen heilen sich dann selber hoch. Und zack hat Jarek wieder voller LP. Der wäre sonst ohne diesen ganzen Lebensraubset und so würde er jetzt sterben. Ja, jetzt ist Juliana weg. Da Juliana konnte jetzt aber eine Runde noch LP-Verbrennung für drei Runden applyen. Das heißt, das triggert jetzt noch. Wenn man das Ganze per Hand spielt, könnte man das noch ein bisschen besser austarieren, weil Mertai natürlich auch Defense Increase gibt, damit man ihn nicht doppelt applied. Und hier auch Steel Skull, also Stahlschädel, der zweite von rechts hier unten neben Doom Priest, applied es ja auch noch. Also ich mache das hier gerade doppelt und dreifach alles. Das bereite ich da, in dem Account bereite ich gerade noch ein paar Guides vor, gerade für Mertire und Stahlschädel. Aus diesem Grund sind die jetzt hier gerade im Clan-Boss-Team. So, ihr seht schon hier, der Verbündetenschutz hilft immer wieder, wenn er dann drauf ist und Jarek kann sie immer wieder schön selbst heilen. Wir sind schon bei 7 Minuten, ja? Also alles, was 8 Minuten aufwärts ist, ist ziemlich gut. So, jetzt haben wir nur noch 3 übrig. Jetzt kommt der Verbündetenschutz und Gegenangriff. Und er frisst den halben Schaden von allen. Wir sehen, die anderen haben kaum was verloren. Somit bleibt Doompriest weiter im Spiel. Auch Doompriest hat eine sehr hohe LP. Der profitiert natürlich auch enorm von diesem 33% Aura-Buff, den Jarek gibt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die hat glaube ich auch 60k, davon 33% mehr. Na, holla die Waldfee. Also könnt ihr euch ja selbst vorstellen, was das da am Ende für einen Boost ergibt. So, Mertire gibt jetzt Increase. Jetzt wird sie sterben. Schade, aber ihr seht, dass die Lebenspunkte-Helden beide am Leben sind. Das heißt, mit Jarek kann man sich ein gutes Lebenspunkte-Team aufbauen. Jetzt, zack, das war's. 8,5 Minuten ist ziemlich gut und 19 Millionen Schaden. Das finde ich nicht schlecht. Wer ist in dem Team jetzt eher der Schlechte? Ist Stahlschädel. Stahlschädel ist in diesem Team umsonst. Den müsste ich austauschen gegen, ja, irgendeinen Debuff-Verlängerer oder sowas. Ansonsten, Jarek hat 2,7 Millionen Schaden, ist okay, aber sein Heal, er hat eine Million geheilt. Das ist sehr viel. Und Verderbnispriesterin auch mit 720, finde ich ganz gut. Juliana hat sich selbst mit 1,1 geheilt, das heißt, auch sie hat sich genug hochgeheilt. Also, im Großen und Ganzen kann man sagen, Jarek tut seinen Dienst und genau dafür ist er da. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch einen Drachen ran. Ah, ich habe mein Drachenteam gerade auf diesem Account umgestellt. Ich versuche das jetzt gerade mal wieder umzubauen und zwar hatte ich jetzt hier gespielt mit Way. Wir werden das Team jetzt mal wieder umbauen und als Lead dann nehmen wir, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wir testen das jetzt einfach mal. Das ist jetzt hier blauer Dunst. Keine Ahnung, ob das jetzt hier was funktioniert, was ich gerade hier versuche. Auch für Way wird ein Guide kommen, keine Sorge, die habe ich gerade fertig equipped und gebuckt. Mal gucken, was wir da schaffen. Das große Problem ist jetzt hier, das war vielleicht nicht richtig, und zwar Königlicher Wächter. Der ist, wenn da kein Verbündetenschutz ab ist, ist der ruckzuck tot. Ihr seht schon, wie schnell der Lebenspunkte verliert. Es wird jetzt gefährlich. Vermutlich wird er mir jetzt wegsterben. Ja.
Das funktioniert so nicht. Das Team ist jetzt nicht wirklich gut hier, was ich habe. Das breche ich mal ab. Gut, dass das live ist. Dann seht ihr mal, wie das live spielen kann. Wir werden das Team mal machen, so wie ich es immer gespielt habe. Das ist ziemlich safe. Und dann nehmen wir noch mehr Time mit. So, diese Variante kommt dann besser. Damit komme ich auf jeden Fall bis zum Clan-Boss durch. Ist zwar jetzt alles doppelt gemoppelt, aber ich wollte euch nur zeigen, dass man mit ihm als Lead gerade LP-basierende Champs oder Champs, die mit einer hohen LP rumlaufen, profitieren von ihm wirklich am meisten. Das Schöne ist jetzt hier, dass sie auf Mataya und Apo gehen, da die beiden hier am entweder die Schwäche Infinity haben oder am schnellsten tot sind. Ich werde das jetzt mal gleich bis zum Boss skippen, weil das sonst mir hier zu lange läuft. Wir lassen die erste Wave laufen, damit ihr seht, wie er die Gruppe carriert. Und danach machen wir Stopp, weil bis zum Boss müssen wir nicht durchlaufen. Das ist mein altes Team, wie gesagt. Das funktionierte bisher mal ganz gut. Ich habe dann aber am Ende doch noch auf ein anderes Team geswitcht, da mir das, ich sage gerade links, das war super. Er hatte gerade, war fast tot und hat aber drei Stacks von diesem Dauerheilungsbuff bekommen für eine Runde und hat sich dadurch fast selbst wieder hochgeheilt. Also den Schaden, der reinkommt, wenn es die schaffen, die Champs dann zu überleben, ja, dann heilen sie es selbst wieder hoch, allein durch den Passiven von Jarek. Also ich finde, das Team ist ziemlich langsam. Ich glaube, es war mal so 6 bis 7 Minuten hat das gedauert. Und deswegen ist auch das Jarek das Coole. Er kann euch wirklich am Anfang helfen, so die hohen Dungeons zu schaffen, da er die Gruppe ziemlich carried. Ich würde ihn irgendwann dann austauschen, wenn das Team dann mal stärker wird von euch. Aber bis dahin ist er wirklich nice. Ja. So, jetzt habt ihr gesehen hier, zwei große Hits bekommen. Und jetzt hat Apo auch wieder zwei Stacks von Dauerheilung bekommen. Jetzt ist die beiden wieder weg. Mal gucken, ob wir jetzt nochmal einen Hit, hoffentlich mal einen großen Hit irgendwo kriegen. Vielleicht kriegt Apo nochmal einen. Nee, Mataya. Mataya hat gerade einen großen Hit gekriegt und seht ihr, sie hat auch einen Dauerheilungsbuff drauf. Also genau das ist das geile Passive von Jarek. Das hilft wirklich. Und unterschätzt das. Wenn ihr jetzt vorstellt, die verlieren jetzt, kriegen jetzt einen Doppelhit von zum Beispiel Horden oder so und dann verliert sie dann irgendwie 40 oder 50% HP, dann kriegen wir zwei Stacks von diesen, also zweimal ein Stack Dauerheilung drauf, 15%. Das heißt, sie werden danach automatisch um 30% geheilt, wenn sie wieder dran ist. Das ist eine ganze Menge. Ja, ihr seht schon, es dauert ewig, aber es ist ein 100%-Team. Ja? Also es dauert immer lange, aber das war eben auf diesem Account mein erstes 100%-Team. Wie gesagt, ich spiele es heute anders. Aber ja, ich wollte euch das mal zeigen, wie Jarek dort als Lead funktioniert. Jo, dann würde ich sagen, wenn jetzt er tot ist, dann breche ich den Fight hier ab. Ihr seht, der Angriffsverringerer hilft natürlich auch, weil dadurch der Incoming Damage natürlich von diesen Champs sehr, sehr gering wird. Die machen dann fast gar keinen Damage mehr. Das ist natürlich dann super. So, erste Wave geschafft. So geht das jetzt immer weiter. Also auch die Wave ist dann genauso wenig ein Problem. Schadens-wise ist ja nicht so der Beste. Er soll nicht für Schaden mit sein, sondern er soll wirklich rein für den Support da sein. Okay. Dann würde ich sagen, war es das für diesen Champion. Das war warum ich diesen Champion jetzt als nächstes gemacht habe. Er war ein Wunsch. Ich wurde deswegen schon öfters angeschrieben. Es kommen natürlich noch mehr Champs. Also allein von dem Account kommt demnächst ein Guide über Abyss, Fushan, Wei, Juliana, Stahlschädel, Syla werde ich einen Guide machen. Dann ein Guide über Königlichen Jäger und auch über Kapitän Temila. Da ich sie auf beiden Accounts habe und Eidos werde ich auch irgendwann mal noch angehen. Das kommt allein von diesem Account. Von dem anderen Account kommen natürlich auch noch einige, aber ich will es nicht zu weit vorgreifen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao.